So, guten Morgen. Ich wollte mal wieder etwas in EP heute bauen. Relativ früh am Morgen schon, weil ich habe heute Morgen Zeit und dementsprechend
dass alles soweit auch funktioniert. So, machen wir die mal aus. So, alles eingestellt, scheint so. Ich hoffe, dass der Ton in Ordnung ist. Meine Stimme ist leiderweise immer noch nicht so ganz in Ordnung. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm und ich komme trotzdem gut rüber von der Lautstärke. Ansonsten, wenn jemand da ist im Chat, einfach mal reinschreiben, ob das so okay ist, weil ich kann es leider so ad hoc nicht prüfen. So, was machen wir denn heute? Jo, ich hatte eigentlich hier die Stelle mir ausgesucht, wo ich heute starte, weil der Fausti durch seinen Livestream und durch seine neuen Anlage, die er gezeigt hat, die ich persönlich sehr gut finde, vor allen Dingen auch schön detailliert ausgearbeitet, hat mir auch so ein paar Ideen gebracht und ich wollte dann einfach mal heute hier auch mal eine Hintergrundkulisse machen, damit das nicht immer so flach ist. Jo. So, wo fangen wir denn am besten an? Ja, einen richtigen Plan habe ich heute Morgen noch nicht mir rausgelegt. Hier wollte ich noch ein Einkaufszentrum hinstellen. Aber dann muss ich auch erst noch gucken, welches ich mir da aussuche. So, dann fangen wir mal hier hinten an. Also ich habe hier hinter der Bahnlinie ICE kommt, klasse. Können wir eventuell gucken, dass wir hier noch einen Tunnel hinsetzen. Und dementsprechend die Züge dann da rausfahren. Jo. So. Das ist zu klein. 6 ist gut. Identität machen wir mal auf 23. Ach, jetzt hebt sich das auf einmal an. Aha, okay. Viel passiert ist da noch nichts, oder? Oh. Gehen wir mal ein bisschen höher, damit es auch etwas schneller funktioniert. Erstmal wie wild ein bisschen Erhöhung schaffen. Wer schaut mir zu außer Fausti? Mal kurz gucken. Ah, Transeuropa ist auch da. Guten Morgen, guten Morning, Transeuropa. Fausti ist klar, den haben wir gerade schon begrüßt und Electrical Skateboard ist auch da. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt Zeit, ein bisschen nachzugucken. Lange wird es heute nicht werden. Schätze mal so 2 Stunden. Und dann muss ich wieder privaten Sachen nachgehen. Gut, morgen ist ja auch noch ein Tag. Ich denke mal, dass der Sven morgen auch im Livestream was machen wird. Bin mal gespannt, was er da vollbringt. Also ich lasse mich jetzt hier einfach überraschen, was ich hier so an Kulisse da mache. Wie hoch bin ich denn eigentlich? Ist noch nicht allzu sehr hoch. Wenig.
müssen die Bahn. Wo kommt die Bahn denn? Da kommt die Bahn. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Na. Bisschen abstrakte Kunst hier reinbringen. Ah ja, okay. Ah ja. Mein OBS geht nicht mehr. Seit gestern, jetzt wäre ich gestern auch noch mal wieder online gegangen. Okay. Okay. Ja. Wird schon. Wenn du Fragen hast, VST, kann ich dir auch bei helfen. Weil irgendwas hast du ja dann wahrscheinlich abgeschossen. Werden wir schon wieder hinkriegen, dass es läuft. Keine ALVSD. Wir laufen die nicht weg. Außerdem will ja Sven wahrscheinlich morgen wieder online kommen. So. Ein bisschen Erhöhung reinbauen. Oh. Und da habe ich ein bisschen
Leute machen das Ganze wieder. Ja, meine Stimme ist heute etwas besser. Nachdem ich gestern wieder einen kleinen Rückfall gehabt habe, geht es heute Morgen eigentlich auch von der Stimme jetzt her. Ist zwar noch nicht so ganz optimal, aber ich arbeite dran. Wie ist Sven? Baut er dann die 5 Stunden die zweite Bushaltestelle, sodass er eine einsteigen kann? Das kann passieren. Also ich hätte seine Bushaltestelle anders gebaut, weil mir war das dann doch etwas zu tricky mit den virtuellen Boxen. Da hatte ich nicht so die guten Erfahrungen gemacht. Ich habe mir ein anderes System ausgedacht, was bei mir auf meiner Flughafenanlage wunderbar funktioniert hat. Das werde ich dann hier auch mal umsetzen. Und dementsprechend, was er auch vergessen hat, er muss bei den Peoples die Kollisionsabfrage rausnehmen, sodass die nicht nebeneinander laufen, sondern hintereinander laufen. Und das hatte ich nämlich dann in dem Stream dann auch gesehen, dass er da einen Fehler gemacht hat. Dann funktioniert nämlich das etwas besser. Jo, ich denke mal, die Kulisse können wir lassen. Ein bisschen Kugelausläufer reinmachen. Also ich arbeite dann gleich bei der Ausschmückung hier ein bisschen mit Steinen, weil dafür sind die Berge hier nicht groß genug, dass ich da irgendwelche schroffen Felsformationen oder sonst was machen muss. Da kommt dann noch ein bisschen Wald drauf und dann sollte es eigentlich gut sein. Soll im Endeffekt nur den Rest der Anlage verdecken. Fotos von gestern bei Tolaf im Forum gepostet. Ja, du hast Fotos reingepostet. Muss ich dann nochmal gucken gehen. Da hat man mich nicht drüber benachrichtigt. So ein Käse war auch. Normalerweise kriege ich dann immer eine Benachrichtigung, wenn einer meiner Freunde irgendwas macht. Okay. Ah, in der Galerie, okay. Was hast du da für Fotos reingepostet? So, ich glaube, dann habe ich jetzt hier alles in Grün. Ja. Ja, die Höhe ist okay. So, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Weichzeichnen da rein.
Stellen verschwinden. Da ja auch in EEP Wind ist, wird diese schroffen Stellen sowieso dann nicht so hart dann ausfallen. Also machen wir so ein bisschen runder. Was du gestern geschafft hast, okay. Also ich musste mich ja leider gestern etwas hinlegen und dementsprechend habe ich dann nicht mehr den PC hochgemacht und natürlich nicht mehr geguckt, was du da alles Schönes gemacht hast. Aber werde ich mir nachher dann mal angucken. Freue mich schon auf den nächsten Livestream mit dir. So, da schon ein bisschen was hoch. Na? Also ich übertreibe es jetzt hier nicht unbedingt sehr mit den Rundungen, weil das ist dann auch wieder nicht richtig, aber diese komischen eckigen Sachen, die nehme ich raus. Na. Wie diese Spitzen, das ist... Müsste gleich mal gucken, ob ich da eine Tunneleinfahrt reinbasteln kann. Ich habe ja dieses schöne neue Freeset gekriegt oder mir geholt mit den Tunnelsachen. Mal gucken, wie das funktioniert, was man davon gebrauchen kann. Einmal kurz einen Schluck trinken. Hast du dir eventuell beim OBS die Zugriffsberechtigung nach Twitch rausgelöscht? Weil das dürfte eventuell ein Grund sein, warum der nicht anfängt zu streamen. Und dann kriegst du natürlich auch keine vernünftige Verbindung. So, hier wollte ich noch ein paar Häuser und Garten dran setzen. Verändert hast, da müssen wir wirklich mal gucken. Einfach mal die OBS-Einstellung von mir mit deinen vergleichen, weil irgendwo muss ja da wahrscheinlich ein Häkchen raus sein und dementsprechend, dass es dann nicht richtig funktioniert. So, dann haben wir das soweit. So, dann gucken wir mal jetzt nach. Ja, komm, einmal speichern. Wird wieder bestimmt wieder sagen, oh, der speichert schon wieder automatisch. Ja, ich speichere automatisch. Weil nicht so wie bei Sven, 5 Stunden lang am Basteln und dann auf einmal schmiert mir der Rechner ab und ich fange dann wieder von neuem an. Dazu habe ich keinen Bock. Und außerdem kann ich die Autosaves ja sowieso dann hinterher löschen. Also von daher ist es nur eine Sicherheitsmaßnahme, die ich mir dann sozusagen einbaue, bevor mir der EEP dann abschmiert und ich wieder alles von neuem anfangen muss.
Ja, ist ja kein Problem. Können wir uns auch heute Abend drüber unterhalten, Forsti. So. Ah, ja. Okay. So, wo finde ich das denn? Also der Tunnel gefällt mir gar nicht. Tunnelturm, was ist das denn? Okay. Oh, ein blaues Fragezeichen. Na, klasse. Schattenverlauf. Okay. Eingleisig, zweigleisig. Oh Gott. Das Ding sieht ja so unnatürlich aus. Na, schnell weg damit. Hier eine Freight-Rate von 13. Oh, der sieht auch nicht viel besser aus. Aha. Irgendwas ist hier vorne am Fressen. 16. Ich glaube, ich sollte mal nach dem ICE-Tunnel gucken. Wo haben wir den denn? Oh Gott, wir hatten das entworfen. Oh mein Gott. Ja. Tunnelportal breit mit Stützmauer rechts. Okay. Da kann man schon mal was mitmachen. Stützmauer links. Finde ich hier den ICE-Tunnel noch nicht? Ich hab den doch. Tunnel, Fahrbahnhalter, Fahrbahnhalter. Nein, jetzt will ich nicht speichern. Danke, Forsti, dass du mir ein Foto per Skype zugeschickt hast, aber ich habe es nur auf dem Handy drauf. Ich gucke es mir gleich an. Tunnelblende.
Okay. Der kann so stehen bleiben. Die anderen beiden kann ich abreißen. Der steht so da drüber. Okay. Das Foto für nachher. Okay. Muss ich dann doch gleich mal gucken gehen, was er mir da für ein Foto wieder Interessantes geschickt hat. Okay. So, Tunnelblende. Was ist das denn jetzt? Einfach nur ein schwarzes Teil. Okay. Hatten wir nicht da. Eine Stützmauer brauche ich nicht. Tunnelblende zweiteilig. War da nicht mal irgendwann mal was drauf abgebildet? Was ist das hier Schönes? Kleiderschrank? Keine Ahnung. Sieht aus, als ob es nicht dahin gehört. So passiert jetzt hier nichts. Ach ja. Ich sollte die Intensität auch hochschrauben. Bei 1 passiert auch nicht sehr viel was. Luft habe ich dann noch und also heute ist die Kamerasteuerung ein bisschen komisch. Nee, das wollte ich nicht, und will ich den Nuckel nicht hinhaben. Ich habe schon lange keine Berge mehr gebaut, merkt man das? Ein Matterhorn, jawohl.
ja. Normalerweise sind ja meine Bahnen immer etwas flach. Fehlermeldung ist Schuhschrank. Ja, okay. Was für ein Schuhschrank? Habe ich was bestellt? Nee, eigentlich nicht. Achso. Das. So. Ja, ich habe jetzt auch gerade gemerkt, was du gemeint hast. Würde mich dann doch mal brennend interessieren, was der Konstrukteur sich dabei gedacht hat. Vielleicht soll es ja auch nur eine Gesundheit, eine Meldevorrichtung oder ähnliches sein. So, dann ist das Ding verschwunden. Bearbeitung 4. Zimmert, jo. Oh ja, klar. Dieses blöde Loch da nicht gegriffen. Ach, guten Morgen, Gremlin. Wie geht's? Da muss ich
die Identität runterschrauben. Das geht mir nämlich dann etwas zu schnell. Führung, wo willst du was mit mir hin? Okay. Loch ist zu. Bearbeitungsgröße mal ein bisschen größer machen. Kommst gerade vom Einkaufen. Okay. All die schöne Leute oder wo warst du? Okay, VC, bis später dann und viel Spaß mit deinem Besuch heute. Wir hören uns dann heute Abend, wenn du Zeit hast. Meld dich einfach. Siehst ja, wenn ich online bin. Monströs, aber geht doch, oder? Also ich ziehe extra den grünen Streifen nicht bis zur Straße hin, weil wie gesagt, da sollen noch Häuser hin und wahrscheinlich noch ein paar Gärtchen hinten dran. Muss ich mal gucken. Na, so. Das Ganze dann noch mit Grün ein bisschen ausstaffieren. Ein paar Felsen mit reinsetzen. Und dann sollte das gut sein. Jo. Die weite Ebene lasse ich. Na, schade, dass der ja gerade hier am Einfahren ist. Jo. Kann man doch so lassen als Hintergrund. Ich bin noch gerade auf dem Farmmodus. Wieso hat er dann hier am Anlagenende noch Berge gemacht, anstatt sie abzuschneiden? Okay. Ist EP. Ab und zu sollte ich mir keine Gedanken darüber machen. Aber sobald ich rundherum abgeschlossen habe, sollte das dann auch wieder grün werden. Dann passt das wieder. Nein, ich will jetzt noch nicht speichern. Wieder zurück. Wieso hat
da jetzt hier den aber gerne trotzdem noch eine Tunnelblende. Und ihr habt noch einen eigenen Metzger, der schlachtet. Ja, wir auch noch. Trotz hier in der Großstadt, aber sowas kenne ich auch noch. Jetzt gleich mal die Tunnelblende raus, die ich da eigentlich hintersetzen wollte, weil das weiße Loch gefällt mir da überhaupt nicht. Ich meine, da habe ich doch irgendwas in meinem Bestand drin, wo auch so eine Tunnelblende mit richtigen Tunnel drin verzeichnet wird. Oder ich setze da den. Ah, wer kommt denn da? Ich glaube, ich sollte mal den Modell Explorer aufmachen. Was macht denn EEP, wenn ich das jetzt einfach da hinten dran setze? Eigentlich. Ach, skalieren kann ich den Käse nicht mehr. Dafür ist der eine zu groß und der ist zu klein. Schade. Was ist das für eine? Wow. Ah, da ist eine Gabelung drin. Okay. Keinen vernünftigen Tunnel in der Form.
Moment mal. Wieder zu klein und ich kann den nicht nach oben skalieren. Oder? Ja. Schade. Eingleisig, zweigleisig. Was ist das hier? Der ist aber auch zu niedrig. Moment mal. Dann machen wir das Ding doch einfach kleiner. So, die Höhe passt noch durch. So, dann suchen wir uns jetzt noch mal einen Tunnel, vernünftigen. Haben sich da schon wieder Leute in den Chat reingeschlichen. Mal kurz gucken, wer alles zuguckt. Hallo Cockwistel. Ein neuer Zuschauer. Habe ich auch noch nicht gelesen bei mir. Willkommen bei mir auf meinem Livestream. Sein. Das passt doch überhaupt nicht. Oh Mann. Speichern gleich ist.
Warum willst du denn jetzt hoch hinaus? Nee, überzeug mich überhaupt noch nicht. So, Oberleitung kommt trotzdem noch hin. Dann lassen wir das mal auf diese Größe. Na? So habe ich eigentlich hier so eine Lücke drin. Größe. Da war doch eine Spitze, da war eine Spitze. Oh, Kameraführung. Drin.
Und gleich gucken, ob wir dann. Ach, moin, moin. Karl-Heinz, wie geht's? Alle schon wieder da. So, dann muss ich gucken, ob ich dahin noch die Tunnelblende finde. Ja, komm, speichere einmal ab. Oder sind die Tunnelblenden unter Landschaftselemente versteckt? Das kann natürlich auch sein. Ich meine nach, ob ich das nur unter Blende finde. Ampelblende will ich nicht haben. TU-Blende, was ist das? Ja, sowas ähnliches bräuchte ich aber in. Ich habe so viele Tunnelblenden und sonstartigen Käse, aber da waren wir Tunnel 2. Ja, genau das suchte ich. Hm? Ich wollte gerade sagen. Besser als ein weißes Loch. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir noch Stützmauern haben. Torstein. Lass mich nicht gerade vom Hocker. Was soll das sein? Oh Gott, die sieht ja genauso bescheiden aus. Ach, Kai-Uwe, Entschuldigung, habe ich mich eben gerade vertan.
Und sonst wie ist? Wie heißt denn jetzt noch mal diese? Komme jetzt nicht drauf. Hier von dem Diorama, was da der SM1 rausgebracht hat. Von diesem komischen Unterführung. Den Rathaus heute Morgen. Dauert etwas länger immer. Wenn es dir nicht einfällt, dann geh doch einfach gucken. Du hast doch das Zeug hier eben aufgebaut. Standardbrücke will ich nicht haben. Ich will das da haben. Was ist das? Kreuzungsbauwerk. Mauer links, Mauer rechts. Ja, genau, Knoten-Schaumburg-Straße, da hat die diese Kreuzungssachen hier auch verbaut. Und hat einer das Diorama sich schon geholt? Und wie findet ihr das dann, wenn ihr es habt? Das war Mauer rechts, dann müssen wir jetzt hier eine Mauer links. Ne, hat noch keiner von euch das Diorama sich geholt? Anscheinend nicht. Was gefällt mir jetzt hier mit dem Gleisüberhöhung nicht so toll. Passt da aber nicht vernünftig rein.
Gefällt mir das? Gefällt mir das nicht? Nee, gefällt mir nicht. Da gab es doch mal, ich glaube, Lawinensperren hießen das. Also vielleicht das dann damit hinpacken. Jo. So, dann Landschaftselemente. Ja, leck's mich nieder. Das erschlägt hier einen im wahrsten Sinne des Wortes. Schon wieder so ein Klotz. Okay. Der schwebt ja. Okay.
Boah, was ist denn heute mit der Kameraführung los? Passt doch wie angegossen da rein. Oder was meint ihr? So, ich mache heute hier nur die Grobform-Sachen, weil das Begrünen mit den Mengen an Tannen, Bäumen etc., das mache ich dann nicht im Stream, weil ich will euch nicht langweilen mit 10.000 Mal die gleichen Sachen. Ich denke mal, Bäume setzen kann jeder. Da brauche ich nichts großartig zu zeigen oder zu machen. Also diese Felsformation, von wem habe ich die denn? UB3 von Uwe Becker, ja, okay. Ja, die sind schön, sind die. Kann man was draus machen. Bisschen Grün oben drüber. Da auch noch ein paar Bäume mit dazu. Dann dürfte hier die Einfahrt gut aussehen. Das Ganze wird dann auch noch hier ein bisschen verkleidet, das Ganze. Oh, da habe ich Pflanzen noch dazu. Schöne Tannenwälder draufpacken. Dann sollte das eigentlich hier so funktionieren. So. Dann hätte ich den gerne nochmal. Nein, ich will nicht speichern. Nee, das gefällt mir dann nicht. Dann müssen wir nochmal mit dem Tropfen rangehen.
Jo. Ein markanter Vorsprung, aber nicht schlecht, warum auch nicht. So, im Chat schreibt auch keiner mehr großartig was. Keine Beanstandung. Dann scheint es euch ja zu gefallen, was ich hier so verzapfe. Denke mal, wenn die ganzen Waldungen draufstehen, sollte es dann gut rüberkommen. Noch mal gerne. Was ist das denn?
habe ich das Ding denn her? Okay. Witziges Gimmick. Kann ich mir eigentlich sparen, wenn dahinter irgendwas davor steht, dann ist dann sieht man sowieso nicht mehr richtig. Das Hintergrund, Felsformation, wie sieht die denn aus? Wie gesagt, ein paar Bäume noch davor, dann passt das. So, da sollte ich mal kurz gucken, was wir da haben. Was ist das? Ja, für so einen Abschluss kann man das schon so machen. Wie gesagt, die ganzen Bäume draufsetzen, das mache ich dann im Offline-Modus. Damit will ich euch nicht großartig langweilen. So, nun kommen da noch ein paar Häuser hin. Müsste jetzt eigentlich so langsam der TE nicht auch kommen.
Entschuldigung. Ne, der ist noch gerade am Reinfahren. Dann dauert das noch ein bisschen. Ah, ich muss ja noch ziemlich viel Verkehr reinbringen. Aber eins nach dem anderen. Hat was mit Lust und Laune zu tun, weil jeder Zug braucht seine Fahrstrecke und seine Fahrstraße und dementsprechend muss man da die Lust zu haben, um das dann zu machen. Im Augenblick verkehren hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Züge. Aber dadurch, dass die Platte recht groß ist, verlieren die 6 Züge sich natürlich. Die 3 Schienen sind noch nicht belegt, die beiden sind belegt. Das heißt, hier muss ich dann noch Minimum 3 Züge drauf machen. Das heißt 6 insgesamt im Pendelverkehr das Ganze. So. Da ich gerade merke, dass meine Stimme sich wieder verabschiedet, werde ich dann auch gleich Schluss machen. Und was ist jetzt hier wieder los? So, welche haben wir denn da? Das sind die Klarentaler. Wieso hat die nicht ausgelöst? Die will zum Betriebshof. Damit er ja. So, die Weiche hat er gestellt. Sicherheitssignale sind an. Tor ist auf. Er kommt jetzt als nächstes. Die muss geradeaus fahren. Eigentlich jetzt, wenn die durch ist, das Sicherheitssignal aufgehen. Die dann auf der anderen Seite losfahren. Was sie auch tut. Prima. So. So, dann müsste jetzt als nächstes die jetzt auch das A kriegen. Die Weiche muss neu gestellt werden. Geradeaus, jawohl, stimmt. Und los geht's. Und die nächste, welche ist das? Macht die auch geradeaus. Okay. Ist gestellt. A geradeaus, jawohl. Und los geht's. So, die nächste will in den Betriebshof rein. Weiche A gestellt. Tor geht auf, jawohl.
Neues auf. Freie Fahrt, gut. Also das muss ich jetzt hier auch noch einstellen, sobald zwei Straßenbahnen für geradeaus gehen, dass sie dann auch gleich zugleich auch rüberfahren können. Das stört mich doch gewaltig. Leuchtet geradeaus, richtig. So, die nächste will wohin? Ah, die will wieder in den Betriebshof rein, okay. Meine Leute immer noch. Jo. Jo. So, grün ist klar. Ach, geradeaus ist auch klar. Zielanzeiger ist auch richtig. Prima. Dann lüftet ja hier wieder. Gut, dann bedanke ich mich heute für den Livestream, dass ihr zugeguckt habt. Der nächste Livestream kommt bestimmt, ich hoffe mit etwas besserer Stimme. Ich merke jetzt schon, dass sie so langsam wieder kratzig wird und dementsprechend ich auch immer leiser werde. Deswegen beende ich dann heute mal den Livestream. War ein kurzer von 2 Stunden, aber muss ja nicht immer 5 oder 7 Stunden sein. Geht auch mal kürzer. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag und dementsprechend bis demnächst mal. Ciao, ciao.